Zeichentrick, Zeichentrick, Zeichentrick! Sagt dir hier jemand Teeparty? Danke, Lincoln! Hey, im Flur wird nicht gerannt! Hä? Was redest du denn da? Lana, hat dieses Ding etwa wieder Worte gegeben? Wir sind die neue Pausenaufsicht in der Schule, deshalb üben wir schon mal. Erwischen, dann kannst du was erleben. Wir haben Luan schon wegen Erzählen schlechter Witze eingebuchtet. Hey, kennt ihr schon den, mit dem Dieb deinen Kalender gestohlen hat? Hat 12 Monate gekriegt. Kapiert? 5 weitere Minuten, du Pfeife! Okay, schon gut. Die Geschwindigkeitsbegrenzung wird eingehalten. Und wer, wenn nicht? Wir haben dich gewarnt, du Mistkerl! Unser Link will wohl in den Knast. Guck mal, Luan versucht auszubrechen. Hey! Ach, vergiss den Blödmann, nicht mehr unser Zuständigkeitsbereich. Ja, holen wir Donuts. Oh, ich weiß. Ich lade ihn zu einer Teeparty ein und dann kriegt er die Tasse mit dem Sprung. Ich bin so böse, manchmal mache ich mir selbst Angst. Lola, Lana, bitte. Du bist von meiner Geburtstagsparty ausgeladen. Für immer. Lola, diese Tür bewachen. Keiner geht rein, keiner kommt raus. Hey, keiner geht rein, keiner kommt raus. Befehl vom Boss. Das habe ich befohlen. Lass mich rein. Treten Sie bitte zurück, Sir. Es tut mir leid, Lola. Und nein, 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 es tut mir leid. Noch jemand? Hat sich auch nicht erwartet. Wie kommen wir an Lola vorbei? Sie ist ein echtes Tier. Glitzer! Glitzer! Cool. Hör auf, mich anzuglotzen. Hör du auf, mich anzuglotzen. Kommt, wir sind noch nicht mal aus der Einfahrt raus. Nein. Halt, still! Geht nicht, ich sitze auf dem Sitz mit der Feder. Komm schon, Laurie, bitte, ich muss heute mein Projekt vorstellen. Oh, ah, das Erdnussbutterbrot ist mein. Nein, das Marmeladenbrot ist dein. Und ich Marmelade. Du magst Erdnussbutter und ich Marmelade. Nein, ich Marmelade und du. Hey! Jetzt hat jede von euch ein Erdnussbutter und ein Marmeladenbrot. Und jetzt ab ins Auto. Danke, Lincoln. Lincoln, vergiss nicht, diese Sache für mich zu machen bis 3 Uhr. Hä? Du hast es vergessen, habe ich recht? Aber wie könnte ich das vergessen, Lola? Gut, Brüderchen, nicht, dass du mich noch wütend machst. Du hast also den letzten Pudding gegessen? Oh, hab ich? Hm, kann sein. Schon in Ordnung. Ups, sorry, Lola. Oh, schon in Ordnung. Wo sind meine Sachen? Halten Sie näher, meine Damen und Herren. Alles umsonst. Meine Schwester kann das Zeug nicht gebrauchen, aber Sie schon. Ich habe keine Gesundheit gehört. Hat jemand mein Handy gesehen? Oh, hast du schon wieder ein Bäuerchen gemacht? Ist er nicht unglaublich süß? Süßes Fröschchen. Wer hat Hunger? Simon, wo bist du? Nein! Lincoln, es ist 3 Uhr. Du hast mich enttäuscht. Du weißt, was passiert, wenn man Lola wütend macht. Es tut mir leid, ich hätte alles getan, was du willst, aber ich habe dich nicht gehört. Ich hatte die drin. Alles, was ich gehört habe, war Wellenrauschen oder war es drin? Auch egal, die Sache ist die. Ich weiß, dass du mich nicht gehört hast. Oh? Du bist nicht so schlau, wie du denkst, Lincoln, laut. Lincoln, ist das zu viel Mascara? Sei ehrlich, es ist super, super, super wichtig.
Einverstanden, völlig. Womit einverstanden? Ist schon in Ordnung. Okay, du bist komisch. Also, Lincoln, bist du der größte Blödmann auf der Welt? Das kannst du laut sagen. Und würdest du gern mal einen Hundehaufen kosten? Aber klar doch! Er hat uns ausgeblendet den ganzen Tag? Kein Wunder, dass er mir nicht beim Gitarrestimmen geholfen hat. Und nicht bei meiner Seance war. Und darum hat er auch nicht über meine Witze gelacht. Ja, darum wohl. Ich reiß ihm seine Ohrstöpsel raus und dann werde ich... Oh nein! Ich habe eine bessere Idee. Also habt ihr alles, was ihr mich heute habt machen lassen, vorher abgesprochen? Ja. Ich glaube ja nicht, dass ihr mich so angeschmiert habt. Du verdirbst das ganze Brot und nimm die dämliche Mütze runter. Nimm du doch dein dämliches Gesicht runter. Spieglein, Spieglein in der Hand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Nicht du, wenn Schlammzeller mit dir fertig ist. Hey, du hast mich entschlammt. Das ist... Perfekt. Hey, du hast mein Make-up abgewaschen. Freut euch, Leute. Wir machen ein neues Familienfoto. Aber wir haben doch schon eins gemacht. Ihr seid komplett nutzlos. Da waren's nur noch zwei. Du hast zwar länger durchgehalten als diese Amateure, aber jetzt hast du's mit einem abgezockten Profi zu tun. Ich besiege dich. Das schwöre ich bei meiner Unterhose. Ja, irgendwie kann das so nicht weitergehen. Lincoln, was machst du da? Comic lesen. Oh, ich habe sämtliche Flächen im Wohnzimmer poliert. So glänzend, dass man sein Gesicht sehen kann. Ah, bloß nicht mein Gesicht ansehen. Das wunderschöne, wunderschöne Gesicht. Ah! Ich habe auch den Küchenboden gebonert. Spiegelglatt. Ah! Es reicht. Gib auf, Lincoln. Ich weiß, du willst sie. Atme sie ein. Atme die Baumwolle. Du weißt, dass du sie willst. Ich gebe nicht auf. Du aber gleich, wenn du siehst, was mit deinem Gesicht los ist. Was? Leute, stimmt was mit meinem Gesicht nicht? Alles in Ordnung. Du siehst großartig. Ihr lebt. Gib mir einen Spiegel. Viel besser so. Laut. Dieses Outfit darf nicht nass werden. Aber das ist ein Badeanzug. Ach, es ist ein Schwimmkleid, du Ahnungsloser. Ich schneide dir trotz meines fabelhaften Aussehens kann ich sehr wohl Spaß haben. Wen darf ich hier zur Prinzessin stylen? Ich brauche einen Frosch, den ich in eine schöne Prinzessin verwandeln kann. Oh, du wärst eine Herausforderung. Clyde, komm schon, wir müssen jetzt loslegen. Hey, das ist mein Frosch. Ein neuer Frosch. Lass das! Ah! Ich sehe aus wie meine Oma. Manche Menschen wissen Schönheit einfach nicht zu würdigen. Du musst mit den Wimpern klimpern. Unfassbar. Ich werde da jetzt runtergehen und ihnen mal meine Meinung geigen. Leute, seid doch leise. Ich verliere mein Prinzessinnenbett. Erzähl du mir nicht, ich soll leise sein! Aber deshalb sind wir doch überhaupt in dieser Lage. Das Geschrei, das Gekämpfe, das Lautsein. Lincoln, wo willst du mit dem Pfannkuchen hin? Und warum hast du mit Schokostreuseln der beste Dad der Welt draufgeschrieben? Du kannst lesen? Ich bin mehr als nur ein hübsches Gesicht, Lincoln. Also, du führst etwas im Schild und ich werde herausfinden, was es ist. Leb wohl, gebratene Leber. Was sag ich, Dad? Mom kann mich nicht zwingen, dich zu tragen, wenn sie dich nicht findet. Was sag ich, Dad? Hat jemand meine CDs gesehen? Ich muss für den Karaoke-Abend üben. Was sag ich denn? Ach, ich würde niemals nachts aufstehen. Das würde meinen Schönheitsschlaf gewaltig stören. Wir wissen, dass du es warst, Lola. Wir haben dein Buch in der Toilette gefunden. Wirk, das ist nicht meins. Ich bin vielleicht ein bisschen mädchenhaft, aber ich habe durchaus Niveau. Sehr verehrtes Publikum, darf ich vorstellen, die neue Miss Niedlich und... Au, meine Nase! Ich bin ein ekliges Ungeheuer. Ach, das ist halb so wild, Lola. Meine Fernsehkarriere ist hinüber. Au, meine Zähne.
Guck mal, wer hier ist. Fräulein bald gesund. Was willst du denn hier? Ich meine, du siehst besser aus. Oh, das ist ein netter Versuch, Lincoln. Aber ich muss hier weg. Ich kann nicht hierbleiben, wo ich ständig an mein ehemaliges Ich erinnert werde. Mein wunderschönes Ich. Aber du... Das lass ich abholen. Lola, warte! Hi, wir sind vom Süß und Heiß Schönheitswettbewerb und wir wollen ein privates Interview führen mit Miss Lola Loud. Hier ist sie schon, die nächste Miss Süß und Heiß! Igitt, wohl eher Miss Bar, wie eklig! Interview beendet! Nein! Du, das ist alles deine Schuld! Suchst du irgendwas, Lola? Nein. Ich übe nur für den, kleine Miss Schornsteinfeger-Wettbewerb. Da oben ist nichts. Da muss was sein. Und du suchst jetzt weiter. Komm sofort zurück, Hops. Lana, pass doch auf! Weißt du nicht, wie schwer es ist, Chiffon zu reinigen? Bla, 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 bla. Okay, Lola, kommen wir zu deinem Gang. Erinnere dich, was Gilde Lilly sagt in seinem berühmten Buch Entdecke deine innere Schönheitskönigin. Um zu triumphieren, musst du stolzieren. Ich weiß, wie man läuft, Lincoln. Okay, kleiner Rückschlag, wir können aber immer noch gewinnen. Wach auf und redet kein Blödsinn, Lincoln. Es ist aus und vorbei. Das kannst du nicht machen. Wir haben so hart dafür geschuftet. Es wird auch noch andere Wettbewerbe geben. Aber kein mit Mulan-Tickets. Lincoln, ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Oder wie dein Kumpel Gilde Lilly sagen würde, ich muss mich erholen, drum bleibt mir gestohlen. Dass du den Prinzessinnen-Kanal abonniert hast. Klar doch, Süße. Ich hätte auch den Sportkanal haben können, aber wer braucht den schon? Willkommen zum Kleine Miss Prima und Perfekt-Wettbewerb. Ich bin Ihr Gastgeber, Donny Dufresne. Und das hier sind Amerikas Nachwuchslieblinge. Mit dabei aus Royal Woods, Miss Lola Loud. Was ist denn hier los? Ich danke meinem Coach und Bruder Lincoln. Lincoln, ich hätte es wissen müssen. Und ich finde es großartig, dass ich hier sein darf. Entschuldigung, der ging in Ihre Richtung. Die ruinieren mich! Das werdet ihr. Wuhu, das ist meine Schwester! Und das ist deine andere Schwester! Warte, das ist meine Schuld, nicht Lanas. War alles meine Idee. Ich habe doch jahrelang an meinem guten Ruf in der Schönheitsbranche gearbeitet. Und du hast alles ruiniert! Lola, hör mal! Und die Gewinnerin ist Miss Lola Loud! Juhu! Lola, ich hätte mich nicht für dich ausgeben dürfen. Sei nicht sauer auf mich. Nein, das war echt nicht nett. Aber du hast gewonnen. Und ich respektiere Gewinner. Aber trotzdem ist die hier für dich. Nein, du hast es verdient. Ihr beide. Und die Mulan-Jahreskarten. Ich hab's, wie wir einen Familienschönheitswettbewerb. Ach schon, gut. Darauf muss man sich Jahre vorbereiten. Habe ich gerade Lincoln gehört? Lana, aufpassen. Dads Kollegin sitzt in der Falle im Kopierraum. Sprech deine Gebete, Margie. Ich hasse den Bring-deine-Tochter-mit-zur-Arbeit-Tag. Ein weiterer erfolgreicher Bring-deine-Tochter-mit-zur-Arbeit-Tag, was, Mädels? Das hat mir gut gefallen. Margie ist so richtig lustig, Dad. Was bedeutet vom Dienst freigestellt? Und so brachte der junge Ritter die Prinzessin 5 Minuten vor der festgesetzten Zeit in den Turm zurück. Niemand wurde bestraft und alles wurde gut. Ende. Gute Nacht, Spätzchen. Hey, du kannst noch nicht weggehen. Mehr Ritter- und Pferdegeschichten. Lola, größter Rülps! Danke, Lincoln. Meine rechte Hand kriege ich nie hin. Hey! Jemand hat ihre Trauerklamotten in die Wäsche mit meinem Wettbewerbsoutfit getan!
Ich kann dich nicht töten, wenn du dich totstellst. Wie schaffst du das in diesen Schuhen? Augen geradeaus, Kinn hoch, Popo zusammenkneifen. Sehr verehrtes Publikum, darf ich vorstellen, die neue Miss Niedlich und... Au, meine Nase! Ich bin ein ekliges Ungeheuer. Ach, das ist halb so wild, Lola. Meine Fernsehkarriere ist hinüber. Au, meine Zähne. Dieser dämliche Sicherheitsgurt, hier zerknittert mein Kleid. Worüber redet ihr denn hier? Was denn für die Geschichte? Wir reden hier gerade über Rock'n'Roll. Ihr redet hier doch wieder über Geheimnisse, oder? Das ist nicht fair. Immer werde ich ausgeschlossen. Weil du eine Tratschtante bist, Lola. Das bin ich nicht. Okay, aber das mit dem Tratschen ist gar nicht mehr aktuell. Das war früher. Wirklich. Mann, die lassen mich nicht in ihren geheimen Geheimnisclub. Morgen, Linky. Ich brauche einen Butler für meine Teeparty. Komm mit. Tja, das kannst du voll vergessen. Oh, wirklich? Tja, dann wird Dad wohl erfahren, wer seine geliebte Disco-Kugel zerstört hat. Wer hat dir davon erzählt? Noch ein Tässchen, Lincoln. Ich höre ja gar keinen Tee. Hey, Lucy, willst du mich rumfahren, während ich mein Schönheitskönigin-Winken übe? Nur über meine Leiche. Okay, dann spiele ich stattdessen Verkleiden mit Moms Hochzeitskleid. Oh, halt! Das geht ja nicht, weil es jemand ruiniert hat. Woher weißt du das? Seufz. Luna, darf ich in die Mitte? Tut mir leid, Kleine, ich saß zuerst hier. Oh, okay. Ich hoffe nur, dass deine Sendung, naja, nicht unterbrochen wird. Ich habe gehört, es gab viele Stromausfälle in letzter Zeit. Woher weiß... Lori, kratzt du mir mal den Kopf? Nein, ich brauche beide Hände zum Simsen. Oh, ich dachte nur, du hättest nichts dagegen, wo du doch in letzter Zeit einiges an Kratzern hinterlassen hast. Beide Hände bitte. Mit nem Mumu hier und nem Mumu da. Moment, Luna, sagte ich nicht, er hatte ein Schwein? Mit nem Grunz, Grunz hier und nem Grunz, Grunz da. Was machen meine Hausaufgaben? Ich bin bei Buchstabe S. Klebt die Makaroni ein bisschen schiefer. Mein Lehrer soll ja nicht misstrauisch werden. Hofner, erzähl mir einen Witz. Wieso haben Hühnerställe nur zwei Türen? Na, wenn sie vier hätten, wären es Hühnerlimousinen. Ha, 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 ha. Kapiert? Ja! Macht das nicht Spaß, Leute? Nur noch 10 Minuten, dann hab ich die Frühstücksflocken alle einzeln für dich sortiert, Lola. Oh, du bist ein Schatz, Lisa. Aber nicht, dass ich was von der ekligen Kleie unter den Marshmallows wiederfinde. Sanfter Jazz, Luna? Netter Versuch, aber bitte was mit ein bisschen mehr Schwung, ja? Gern, ich tue alles für dich. Die zweite Schicht ist fast fertig. Ich mach mich dann an die dritte. Aha! Wer das liest, ist ein Schnüffler. Also raus aus meinem Zimmer, sonst passiert was. Unterschrift Lola. Ich sagte raus aus meinem Zimmer. Unterschrift Lola. Lolas Tagebuch. Heute habe ich Mams kostbarsten Besitz zerstört. Kleiner Scherz, nur ein Idiot schreibt Geheimnisse in ein Tagebuch. Und jetzt raus aus meinem Zimmer. Unterschrift Lola. Mann, ist die gut. Was hast du für ein Geheimnis, Lola Laut? Lola, komm zurück. Auf deinem rechten Fuß ist doch noch gar nichts von dem rosa Zeug drauf. Ich sagte keine Süßigkeiten vor Mittagessen, Mr. Sprinkles. Phew, kalt hier drin.
ist denn auf einmal dieser Kaktus hergekommen? Wer auf diesem Kaktus gelandet ist, hat in meinem Zimmer rumgeschnüffelt. Hoffentlich sticht's ordentlich. Unterschrift Lola. Oh. Also, ihr glaubt ja nicht, was Lynn getan hat. Tja, was habt ihr erwartet? Ich bin Lola Loud. Und die erzählt's doch auch nicht weiter. Also jedenfalls... Hier kommt die sechsfache Weltmeisterin Lola Loud. Sie wird nun einen dreifachen Salchow vorführen. Komm schon, Lisa, versuch es. Betrachtet man die Wasserdichte, Lufttemperatur und das Gewicht eines kleinen Menschen, sollte das Eis nachgeben in 3, 2... So ein Mist. Ja, sehr richtig. Um eine Sekunde verrechnet. Hey Lola, wollen wir deine Schönheitswettbewerbsvideos gucken? Okay, das ist schräg. Wieso willst du das denn? Weil ich ein echt großer Fan von Wettbewerben bin, bei denen es um Glamour geht. Hör auf mit dem Quatsch, Lincoln. Was ist los? Okay. Ich habe heute einen Gruselfilm gesehen und habe Angst, allein zu sein. Dann schlaf doch bei Mom und Dad. Das mache ich auch immer so. Das ist keine Option. Genauso wie für mich zu wenig Schönheitsschlaf. Also eine gute Nacht, Sir. Alle raus hier! Jetzt ist Tea Time für mich und Hugh. Dein Tee wird ohne einen Hauch Zucker serviert, denn du bist ja schon so süß genug. Da ist der oft fehlende Wasserdruck. Ach, ich borg mir schnell Wasser aus Charles Schüssel. Du hast ja echt gar keinen Funken Würde! Glücklicherweise war unsere Liebe immer stark genug, um jedes Hindernis zu überwinden. Einschließlich schräger kleiner Geschwister, die meinen Dates nachstellen. Bitte, du erwartest wirklich Privatsphäre in diesem Haus. Seufz. 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 Okay, seit 10 Minuten machst du das jetzt. Was ist denn los, Lucy? Sag es nicht weiter, aber ich lese gerade diese Buchreihe über einen Werwolf. Und es ist so, als ob ich Edwin damit betrüge. Ich würde bei dem Vampir bleiben. Werwölfe sind haarig und eklig. Uah.